Eine Mutter will ihrer kleinen Tochter ein spezielles Geburtstagsgeschenk kaufen. Einen Hund. Damit beginnt für die Polizisten der Ruhrpottwache ein besonders niederträchtiger Fall. Hallo. Hallo. Grüß dich. Julia. Hi. Hi, ja. Hallo. Ja, und das ist der kleine Mann. Ja. Bitte schön. Hallo. Du bist, ich hoffe, er gefällt dir. Ja. Familie freut sich schon, ja? Ja, ist ja ein Geschenk für meine Tochter. Ah, na, die freut sich schon. Ja, genau. Das ist ein tolles Geschenk. Aber der sah doch in der Anzeige ganz anders aus. Wie meinst du? Das ist doch... Nö, ja, das ist derselbe Hund. Du darfst nicht vergessen, da war er 3 Wochen alt. Jetzt ist er 12 Wochen alt. Hunde verändern sich in der Zeit auch so ein bisschen deswegen. Ne? Das Fell, die Fellfarbe, die ändert sich ja noch immer dann mit der Zeit. Ja, aber ist das nicht eine andere Rasse? Nein. Nee, weil der hat doch auch eine ganz andere Farbe. Also, das ist genau derselbe Hund. Das ist der Hund, für den wir uns getroffen haben. Und da ist er jetzt, ne? Ja, aber ich weiß jetzt nicht. Zur Not, wenn Sie möchten. Wir haben auch noch andere Hunde. Gar kein Problem, ne? Können Sie auch eine andere Rasse aussuchen. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen, ja, da gibt's komisch. Nichts dran zu, also, finden. Woldehund, das ist ein Hund. Ganz ehrlich, möchten Sie den Hund jetzt oder nicht? Wir sind ja nicht zum Spaß hier, okay? Das ist genau der Hund, den Sie haben wollten. Nee, das, also ist auch. Ganz ehrlich jetzt, wir sind ja nicht zum Spaß hier, oder? Oh. Nimm mit, ich sollte Ihre Töne behalten. Nimm mit, was du kriegen kannst. Ja, komm, hau ab. Ach, was machen wir denn jetzt mit dir? Komm, wir gehen zur Polizei. Das gibt's ja wohl nicht. Rund 900 Euro wurden der Frau gestohlen. Auf der Wache kümmert sich Dirk Ahrens um die Geschädigte zusammen mit seinem Kollegen Bora Aksu. Die Kriminaloberkommissare rufen zunächst einen Tierarzt, um den Gesundheitszustand des Hundes zu überprüfen. Bei wem haben Sie sich denn vorgestellt da? Also bei wem haben Sie denn diesen Hund gekauft? Ich hatte mit einer Frau telefoniert. Also ich hatte die Nummer angerufen, die Tierarzt kommt, ich habe Bescheid gesagt. Im Internet in der Anzeige stand. Und ja, die haben mir dann vorgeschlagen, dass wir uns treffen. Ja. Und sie mir dann eben den Hund, den ich mir ausgesucht hatte, bringen zur Übergabe. Okay. Genau. Und wie haben Sie die kontaktiert? Per Handy. Also es war eine Handynummer angegeben. Haben Sie die Telefonnummer gerade für mich da? Noch habe ich die Geschichte auch noch nicht ganz gehört. Also Sie haben sich verabredet und dann ist was passiert. Stellen Sie mal ganz klar, was passiert ist. Ich bin dann, wir haben uns dann da getroffen auf diesem Parkplatz, Parkplatz Wedau. Ja. Und standen Sie schon da mit dem Hund, also mit ihm. Ja. Und dann habe ich schon gedacht, komisch, der sieht ganz anders aus als in der Anzeige. Okay. Und ich habe sie dann auch gefragt und dann hat sie gesagt, ja, der war halt da noch jung, als das fotografiert wurde. Und jetzt ist er ja viel älter, aber die Farbe war auch ganz anders. Haben Sie irgendwo die Anzeige? Ja, vergessen Sie nur die Telefonnummer von Kollegen. Ja. Wie vermutet, sind die Verkäufer des Tieres telefonisch nicht mehr erreichbar. Die Tierärztin soll den Hund auf einen Chip untersuchen. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass die Geschädigte Opfer einer Betrugsmasche ist. Also was haben wir? Wir haben einen Hund, der das definitiv nicht ist. Ja. Wir haben eine Nummer, eine Kontaktnummer, die jetzt aus ist. Ja. Tierärztin ist drüben. Ja. Untersucht gerade? Viel haben wir. Ja, die ist dann. Kennzeichen haben wir wahrscheinlich. Sie sagten, Sie haben das aus dem Internet, ne? Ja, genau. Da kannst du da mal schauen, ob die in der Tierbörse noch drin ist, die Anzeige? Ich war es nicht ein bisschen leichter von Ihnen, von Fremden auf dem Parkplatz jetzt einfach so einen Hund zu kaufen? Ja, schon. Also ich würde sowas eigentlich auch nicht machen. Aber Sie haben gesagt, Sie haben Wasserrohrbruch zu Hause und deswegen wollten Sie sich halt auf dem Parkplatz treffen. Und ja, gut, dann habe ich es halt gemacht. Nö, also die Anzeige ist nicht mehr. Es sind zwar ein paar Hunde, aber speziell diese Anzeige ist nicht mehr drin. Ja. Wollen wir mal fragen, was die Tierärztin da gemacht hat? Vielleicht, ja, vielleicht hat die was. Hier stand ja auch, dass der gechippt ist. Vielleicht hat die ja was rausgelesen. Was sagen Sie? Also der Hund ist definitiv keine 10 oder 12 Wochen alt. Nein. Ich schätze den Hund auf ein halbes Jahr, weil okay. Am Maul, der hat keine Milchzähne mehr. Ne? Also das ist alles raus. Okay. Da sind keine Milchzähne mehr. Der Hund auch noch keinen Tierarzt gesehen. Also die Augen sind ein bisschen eingetrübt. Der hat einen Wurmbauch. Okay. Und der Hund ist nicht nur, dass er verängstigt ist, der hat auch einen Flohbefall im Fell. Also der hat alles, was er nicht haben soll, aber nichts, was er haben soll. Sagen wir es mal so. Der hat niemals einen Tierarzt gehabt. Ist er gechippt? Nein, da ist nichts zu sehen. Das ganze Gerät schlägt nicht aus. Nee? Nein, der Hund hat keinen Chip. Der hat auch garantiert keinen Stammbaum. Der stammt wahrscheinlich aus irgendeiner Hinterhofvermehrungsaktion, ja, wo die massenhaft vermehrt werden, die Welpen, die ausgemergelten Hündinnen sind. Und der hat auch kein Sozialverhalten von der Mutter erlernt oder so. Der wird recht früh davon weggenommen worden sein. Sie hat auf jeden Fall schon mal ins Herz geschlossen.
Wir müssen trotzdem noch mal rübergehen. Unsere Geschädigte hatte sich trotz der kurzen Zeit auch schon relativ in das Tier verliebt. Allerdings, das Behalten ist hier nicht so einfach. Ja. Wir müssen natürlich erstmal probieren, den rechtmäßigen Besitzer rauszubekommen, beziehungsweise das Tierheim. Das Tierheim wird den Hund auch erstmal an sich nehmen. Und alles Weitere über diesen Hund, ja, muss dann letztendlich hier unsere Dame mit dem Tierheim regeln. Sie sagten ja, die haben noch mehrere Hunde hinten im Wagen gehabt. Ja, genau. Also er hat mir auch dann noch andere Hunde angeboten. So nach dem Hund, wenn Sie den nicht wollen, Sie können auch einen anderen haben. Also. Okay, aber haben Sie vielleicht zufällig einen dieser anderen Hunde gesehen und könnten Sie ihn wiedererkennen? Die waren in Boxen drin. Also ich habe nur ganz, ganz wenig gesehen. Ja. Also was ist Hunde? Gucken Sie doch mal, ob Sie einen von diesen Hunden wiedererkennen würden. Ja, der war dabei. Der hier? Mhm, ja. Den haben Sie wiedererkannt? Mhm. Ja, pass mal auf. Steht da eine Nummer dabei? Ja, das ist aber... Das ist aber tatsächlich. Eine... Dann lass uns doch da mal anrufen. Also eine andere Nummer, wie Sie eben gesagt hatten, gell? Mhm, ja. Na ja, gut, aber wenn die das, ja, dann benutzen die Nummer nur einmal pro Hund und schmeißen die Nummer dann weg. Die Ermittler wollen herausfinden, ob es sich bei dem Verkäufer des angebotenen Hundes um eine der beiden Personen handelt, die die junge Frau beraubt hat. Ihre Taktik? Bora Aksu gibt sich als Interessent aus. Die Geschädigte soll ein Zeichen geben, sobald sie die Stimme einem der Betrüger zuordnen kann. Hallo? Ja, hallo. Ich bin der Murat. Hallo. Ich habe... Hallo, hallo. Ich habe im Internet deine Anzeige gesehen, dass du einen Welpen verkaufst. Ja, das ist richtig. Oh, super. Ja. Okay. Ich, also, ja? Ja, das ist doch großartig. Ich suche einen Welpen für meine Frau. Ich will sie damit überraschen. Und der ist noch zu haben, der Welpe, oder? Der ist noch zu haben. Okay. Und wir haben auch, je nachdem, was deine Frau sich tatsächlich wünscht, um die Überraschung noch größer zu machen, noch verschiedene Welpen zur Auswahl. Ah, okay. Ja, wie alt sind die denn? Kann man die jetzt schon von der Mutter trennen, oder? Ja, die sind 12 Wochen alt. Ja. Zwischen 12 und 14 Wochen und das ist gar kein Problem. Die fressen schon selbstständig, die sind geimpft, die sind entwurmt, das passt alles. Ja, wunderbar. Kann man gerne was ausmachen. Wann, weil ich will ja auch meine Frau kurzfristig überreichen. Wann könnte ich mir den mal anschauen, gegebenenfalls dann auch mitnehmen direkt? Möchtest du heute noch gern. Echt? Ja, ja klar, sicher. Wo finde ich sie denn? Wo komme ich denn dann? Wo muss ich denn hin? Es ist so, normalerweise mache ich das natürlich am liebsten zu Hause. Jetzt fällt es aber so, wir haben gerade einen Wasserrohrbruch. Was kennst du den Parkplatz Wedau? Ja, den kenne ich. Der Plan der Kommissare? Eine Undercover-Aktion. Bora Aksu spielt weiterhin den interessierten Käufer, um die Verdächtigen auf frischer Tat zu ertappen. Sie bleiben auf jeden Fall sitzen, ja? Sonst würden Sie die Maßnahme gefährden. Also bleiben Sie auf jeden Fall im Auto sitzen, egal was passiert. Wir haben vorhin mit einer Verdächtigen telefoniert. Wir haben uns mit ihr hier auf dem Parkplatz verabredet. Jetzt warten wir einfach mal, ob sie hier auftauchen. Da wir ja bei so einem konspirativen Treffen nicht genau wissen, was Bora in diesem Moment mit unseren, sofern sie denn kommen, Probanden spricht, haben wir uns für so einen Fall auch immer ein taktisches Zugriffszeichen ausgemacht. Das war hier in dem Fall die Mütze abzuziehen. Da kommt ein weißer Lieferwagen. Ja? Ja. Okay. Marco, Dirk. Ja. Hm. Ja, fährt ein weißer Lieferwagen jetzt auf dem Parkplatz. Was könnte der sogar sein? Ja, haben wir mit. Wir haben auch Sichtkontakt. Ja, gut. Okay, dann entwickle ich mich mal langsam da in die Richtung. Ja. Du weißt Bescheid. Margo, Zugriffszeichen kommt dann von mir. Zwei Mütze ab. Dann haltet euch jetzt ein bisschen verdeckt. Ja, haben wir mit. Auf der Beifahrerseite steigt jetzt eine weibliche hallo. Person aus schwarz lange Haare. Seid ihr die mit dem Hund? Ah, ja. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Weitere männliche Personen, Fahrerseite ausgestiegen. Hallo. Wir gehen jetzt beide zu Bora. Ja, genau. Der Murat. Hi. Murat, freut mich. Wie geht's? Alles gut? Ja. Da bin ich mal total gespannt. Meine Frau, die möchte unbedingt. Die männliche Person fummelt noch irgendwas hinten an der Tür. Geht jetzt wieder zum Fahrzeug nach vorne. Überraschung damit zu machen. Ja, mal gucken. Ne? Ja. Habt ihr aber ganz süße, ne? Aber auch so viele unterschiedliche habe ich gesehen. Ja, oder? Nein, Leute, die Leute. Bis jetzt ist die Lage noch statisch. Ja. Klein. Okay. Ja. Sind jetzt alle drei im Gespräch, Lage statisch, Bora spricht. Den Stammbaum, der war mir noch wichtig. Hat er einen entsprechenden Nachweis zum Stammbaum? Haben wir alles dabei. Die Unterlagen auch? Ja,
Also ich kann da die Papiere dann. Ja, kann ich die Papiere sehen? Kein Problem. Also alles da. Bitte schön. Irgendwas wurde ausgetauscht von dem Mann an Vorher übergeben. Ja gut, das ist jetzt sein Impfausweis, ne? Aber ich meine, so ein Stammbaum, so dieses... Können wir dir mal nachschicken, das ist kein Problem. Das können wir nachschicken. Das können wir nachschicken. Also, da würde ich schon Wert drauf legen, dass er einen Stammbaum hat. Weil ohne Stammbaum, ja, weiß ich nicht. Verständlich. Ja. Ganz ehrlich, wir haben noch so viele Termine. Das ist auch völlig egal, für den Stammbaum und hin und her. Nee, wir haben Gespräch wurde mal ein bisschen aggressiver. Ich will einen ordentlichen Hund haben. Ja, wir bekommen einen ordentlichen Hund, ganz ehrlich. Also jetzt zack, zack, wir haben nicht viel Zeit. Okay. Das sind ordentliche Hunde mit Auswahl, also da kannst du raussuchen. Ja. Klein, groß, ne? Und alle möglichen Facetten. Ja. Aber bitte, also wir sind auch nicht in so ein Schiljagdfahrer. Ja, gut, ich gebe halt so viel Geld aus, ne? Und ich meine, es soll ja auch ein Diensthund sein, ne? Polizeitauglich sollte auf jeden Fall sein, ne? Hey! Hey! Runter auf den Bauch! Auf den Bauch! Die Geschädigte soll die Betrüger identifizieren. Außerdem muss noch geklärt werden, woher die beiden die Hunde überhaupt beziehen. Wie sind das die gewesen? Ja, das sind das die waren beiden. Die auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Haben Sie der Dame vorhin einen Hund verkauft? Ja. Nein. Ja, was kann man Hunden denn sowas antun? Was antun? Die brauchen doch Liebe, man kann doch nicht sowas machen. Ja, kannst du genug Liebe geben, oder? Ja, aber dann für teuer Geld verkaufen, das ist doch nicht mehr normal. Wo haben Sie die Hunde denn her? Wir züchten die selbst. Wir haben falsche Papiere ausgestellt. Sie züchten die Hunde selber? Ja. So viele unterschiedliche Hunde aus einer Zucht? Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren, bitte? Wir haben mehrere Hunde und decken die einfach und verkaufen die als Rassehunde. Ist klar. Für teuer Geld verkaufen? Die Leute wollen doch verarscht werden heutzutage, oder? Ja, mein Gott, man muss irgendwie Geld verdienen. Ja, die Kollegen haben bei der Durchsuchung dann dieses Geld hier gefunden. Es handeln sich hierbei exakt um 900 Euro. Die haben wir jetzt erstmal sichergestellt. Diese werden auch erstmal dokumentiert bei uns auf der Wache. Jetzt müssen wir uns natürlich noch mal um die Hunde kümmern. Ja, da werden wir jetzt das Tierheim benachrichtigen, dass die Hunde erstmal mitnehmen. Und dann muss halt geguckt werden, ob die Hunde eventuell gechippt sind, ob man die den Besitzern den rechtmäßig wieder zuordnen können. Ja, ist noch ein bisschen Arbeit, was wir jetzt vor uns haben. Ist okay. Geht's? Ist alles okay, ja. Na, Digge. Das heißt, die haben die Hunde jetzt irgendwo geklaut oder was und verkaufen die jetzt hier? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie lief das ab? Also wo sie die Hunde her haben letztendlich, das werden wir, glaube ich, im Rahmen der Vernehmung klären müssen. Ist ja leider immer so, dass man die Tiere tatsächlich auf Umwegen aus dem Ausland auch relativ schnell hierher kriegt. Ja. Und Sie wollten wohl, so wie es aussieht, diese Tiere hier teuer verkaufen. Aber ich sag mal, das wird wohl das letzte Tier gewesen sein, was die beiden verkauft haben. Es stellt sich heraus, dass die Täter die Tiere illegal gepaart haben. Sie werden wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Urkundenfälschung, Raubes und Betrugs verurteilt. Die Hunde werden von einem Tierheim übernommen.